Herzlich willkommen zurück zu den Events bei Smash Melee. Es ist das große Finale. 50 scheint es insgesamt zu geben und die letzten drei gibt es heute. Ja, wir haben jetzt ein paar Mal 10 Stück geschafft, das letzte Mal allerdings nur 7. Denn die hier haben es ein bisschen in sich. Schauen wir doch mal. Die 48 scheint aber noch ein bisschen regulär zu sein. Random, wundert euch nicht, machen wir jetzt halt so. 48 Pikachu und Pichu, diese Pokémon sind Freunde, aber nicht deine. Ja, ich weiß, also... Ich bin auch nicht ihr Freund, ne? Sie sind nicht meine Freunde und ich nicht ihr Freund. Ja, mit wem haben wir noch nicht gespielt? Wenn wir schon von Freundschaften und Pokémon reden... Hier in Kirbys Wald... wird heute keiner alt. Freunde, die letzten Missionen wurden ja immer anspruchsvoller. Ist auch gut so, dass bei den Events der Schwierigkeitsgrad kontinuierlich steigt. Da habe ich mir heute ein bisschen Zeit genommen für die allerletzten. Und ja, wie gesagt, beginnt ein bisschen random hier. Mit den Pikachus und Pichus, aber was willst du machen? Vor allen Dingen, ich habe 2 Leben und die nur 1. Das erschließt sich mir noch nicht, was für eine Taktik hier gefahren wird. Ich bin auch gar nicht so richtig am Kämpfen interessiert. Nur Pikachu verteidigt die. Was? Also ich musste die Pichus besiegen. Ach so. Ja, da steht ja nichts. Ich habe keine Infos. Okay, dann geht's direkt weiter. Level 49, All-Star-Kampf-Deluxe. Dr. Mario, Falco, Ganondorf, Roy, junger Link und Pichu. Danke für diese Beschreibung. Dann gingen Übersetzern auch allmählich ein bisschen die Puste aus, wa? Gebe ich mir Mühe. Gebe ich mir Mühe. Haben wir dann alle Kämpfer durch eigentlich? Haben wir dann eigentlich alle Kämpfer durch? Bei den All-Star-Kämpfen? Ich denke schon. So, take this. Ein Turtok, wo die Hydro-Pumpen aus der Kanone kommen. Sieht man auch nicht mehr so häufig heutzutage, ne? Pokémon Schwertschild, ja. Ich gucke in eure Richtung. Natürlich. Also ich habe schon ein Leben verloren. Das ist gar nicht gut. Vielleicht sollte ich kapitulieren. Ich werde mal neu starten. Das buche ich als Fail ab. Das auch. Ach, die erste Mission haben wir so schnell geschafft. Da kann man hier schon mal... Oder wir machen diesen. Ja, was soll ich sagen? Effektiv ist effektiv. Jedoch geht es in der zweiten Stage nicht so einfach. Da muss noch gekämpft werden. Na, Falco will's wissen. Er zieht mir ein bisschen was ab. Schön. Schöne Welten. Na gut, das ist nicht meine Lieblingswelt. Bleiben wir ehrlich. Aber trotzdem ist es schön, ne? Das ändert ja nichts. Persönliche Präferenz. Oh, Baby. Da mach ich mich lieber klein. Viel zu viele Schaden genommen. Ich habe noch Kämpfe vor mir. Das ist seine Meinung dazu. Verstehe. Wir werden nie erfahren, welches Pokémon da drin ist. Pichu? Na, ja, der sollte gehen, hä? Ist nicht der erste heute.
Oh lol. Das finish him. Wow. Passt. Einmal Tingle klatschen. Wenn man da noch was von hätte, ne? Wäre auch stark. Wow! Was der für Geräusche macht beim Ausweichen. Ich würde sagen, weich halt nicht aus, Freundchen. Scherox, immer gute Wahl. Nächstes Mal nicht geheuer. Letztes Leben, das ist gar nicht so easy. Wie alle hier tut. Die wahren Herausforderungen des heutigen Tags liegen noch vor uns. Dagegen ist das hier noch Kindergeburtstag. Ich glaube schon. Die letzten Aufgaben waren halt wirklich knackige Nüsse. Wir werden sie knacken. Aber erstmal Roy. Ich weiß nicht, ich muss hier auf Fernkampf setzen. Oder auf seine Dummheit. Das ist meine Chance. Jetzt noch Ganondorf. Ja, nochmal kann ich mir das nicht erlauben. Und er will's wissen. Hilft nur ein gutes Pokémon. Also seid ihr euch Glück, aber gleich ist vorbei mit dem Glück. Fürchte ich. Alter, ich bin ein bisschen angespannt. Das darf nicht wahr sein. Was? Das war auf Zeit? Habt ihr mal gesehen, wie knapp das jetzt war? Ey, ekelhaft. Wirklich was zur Hölle. Ja, umso wichtiger, dass man hier Zeit spart, ne? Jetzt plagen wir uns hier mit rum, ne? Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Tut mir leid. Aber ich gebe alles. So ist es nun mal. Die anderen Späße. Vielleicht werden es ja doch noch mehr Parts, ne? Also... Wer weiß. Eigentlich wird das so ein Qualitätsmerkmal vom Spiel, oder? Na also, es geht doch. Wir lernen. Es wird. Ja, Pichu. Ich müsste mehr Respekt vor dir haben, glaube ich. Aber zwei Items grabben. Junger Link. Langsam fehlt mir auch wirklich. Ich habe alles gesagt. Gibt nichts mehr zu ergänzen. Ich habe zwei Leben. Das wäre vielleicht ein Ding. Ja. Das waren die zwei Leben. Schaffst du.
Ich habe ihm vertraut. Ich wusste, er kann's. Er schafft das. Und dir vertraue ich auch. Wenn ich diesmal nicht so viel natzt. Tu nichts, was du später bereust. Verstehst du? Ja. Bin schon weg. Dass sie den Pokébällen auch wirklich instinktiv hinterherlaufen. Der andere Scheiß interessiert ihn nicht so. Aber Pokémon sind halt die Helfer-Trophäen von morgen. Na, jetzt haben wir doch mal ein paar realistische Chancen gegen Ganondorf, damit es heute nicht zu gähnen ist. Und schon, ne? Vorsicht. Deckung runter. Ich glaube, ich habe auch keine gute Stage für ihn, oder? Was? Wie genau? Hä? Nein, so knapp. Das ist natürlich Mist. Gut platziert. Also dein Angriff. Lego mio. Die Zeit wurde auch langsam knapp. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Das war die 49, jetzt kommt die scheinbar letzte Mission, Final Destination. Meisterhand ist die rechte, nun lernst du die linke kennen. Na, die haben wir nicht schon im ersten Part gesehen, dieses Let's Plays. Tja, wen nehmen wir denn? Ich bilde mir immer ein, dass meine beiden Mains. Samus und Game & Watch. Okay. Ja, und diesmal direkt unter diesen Voraussetzungen. Ach, das ist aber, glaube ich, das ist halt eher der Wow-Effekt. Ich glaube, ich habe die als Kiddie halt auch zum ersten Mal hier gesehen. Ich habe das Gefühl, die nehmen hier mehr Schaden als im Classic Mode, wenn ihr euch entsinnen könnt. Obwohl, ich habe nur ein Leben, Heidewitzka. Ich habe nur ein Leben. Na gut, das der First Try ist es nicht. Ich sehe aber halt auch nichts Unmenschliches. Ich sehe nichts Unmachbares. Ich war doch mit... was? Das Schlafzauber, meinst du ernst? Quatsch. Bitch Slap. Ja, ist doch eines großen Finales würdig, oder nicht? Also der große Unterschied zu Smash 64 ist, dass man nicht mehr einfach so mit dem Up-Smash treffen kann. Was schade ist. Es darf gezweifelt werden an Mr. Game & Watch. Aber ich probiere es noch weiter. Ich gehe irgendwie sofort auf die rechte drauf, auf die gute alte Meisterhand. Keine Ahnung, aus Gewohnheit. Weil man im Classic-Modus zuerst bei ihr war, Crazy Hand erst später aufgetaucht ist und man wollte erstmal die andere erledigen. Streng genommen hat man hier ja länger beide am Hals. Mr. Game Watch kann sich relativ schnell retten, hat man das Gefühl, mit, oh, der Schild ist gebrochen. Dann tschüss.
kann den Schlüssel nicht machen nach meinem Abi. Das ist ungewöhnlich. Also das wurde noch geändert. Da wurde Mr. Game Watch in späteren Spielen definitiv verbessert. Eieiei. Und danach den Schlüssel benutzen kann. Ist elementar für mich. Das würde mir auch helfen hier. Also kannst du nichts mehr machen, wenn du dich nach oben katapultiert hast. Dabei ist das eigentlich eine gute Kombi. Kannst da gar nichts mehr machen. Auch nicht, R-Seite oder wie er heißt, in der Luft zur Seite A drückst. Solche Sachen. Sollte ihn also wirklich nur nutzen für letzte Sekunde Rettungen. Warten wir aber. Aber das ist eine gute Challenge. Das ist eine gute Herausforderung. Das wird so nicht klappen. Das geht mir zu schnell. Man erkennt halt, ne, wenn die Voraussetzungen suboptimal starten. Wir sind ja nicht von vorgestern. Der greift aber auch häufig. Macht gut Schaden. Eigentlich sollte ich den Fallschirm dann einfach mal bringen. Tja, definitiv bester Versuch bis jetzt. Wenn die andere mich in Ruhe lässt, dann läuft das auch. Dann haben wir gleich nur noch einen Gegner. Jetzt aber ziemlich lange stillgehalten. Oh, ärgerlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch klappert. Als ob das trifft. So, ab nach links, ne? Das machen wir doch. Mit links. Halt verwirrend, wenn der Kämpfer anders funktioniert als gewohnt. Okay, wir leben noch gerade so. Letzte Chance, kein großer Angriff mehr. Wir greifen. Ich glaube, das kannst du machen, meinetwegen. Alter. Oh ja, er hat doch keinen. Oh mein Gott, er ist wirklich schlechter. Mr. Game & Watch ist hier gar nicht so gut. Mein Freund, ich hatte Hoffnung. Aber warum ist denn hier nicht so gut? Beschämend. Irgendwie habe ich aus Gewohnheit vertraut auf seinen Fallschirm, der kommt, nachdem man das gemacht hat, aber das fehlt ja. Also, schlechtere Rettung, schlechtere Angriffe. Was soll das denn? Einfallslos. So, du kannst gehen. Jetzt haben wir nur 20 Schaden und können mit dir beginnen. Wie wird es für dich sein, alleine gegen mich zu kämpfen? Mal wieder. Bisher hat sie immer gewonnen, ne? Aber jetzt nicht. Die Crazy Hand kann was erleben. Kriegt mich nicht mal gefasst. Fast runtergefallen.
weg. Leck mich doch. Habe ich das Gefühl, dass sie da schneller ist als die Meisterhand bei diesem Move? So, nur die Ruhe und die Nerven bewahren. Das würde schon viel ausmachen. So, war doch gar nicht so schwer. Der Stuhl beendet's. Da schreit sie. New Record, mein Freund. Na also, läuft doch. Und nun, Duell des Todes. Der letzte 51. Level. Giga Bowser, Mewtwo und Ganondorf sind ein Team. Und ja, das wirkt random, aber es ist effektiv. Es ist effektiv. Nehmen wir ihn. Warum denn auch nicht? Alter, einfach Giga Bowser mit dabei. Epische Mucke, ja. Ja, aber der stört, der Giga Bowser. Der hat tatsächlich eine Erfindung von Smashes. Der kommt aus keinem anderen Spiel. Alle haben 3 Leben. Puh. Geben wir doch mal unser Bestes. Ja, Captain Falcon ist halt auch ein ganz schöner Haut-drauf-Typ. Der schon was auszurichten weiß. Aber gerade stecken wir noch übelst ein. Das wird nix. Epische Mucke. Epische Mucke. Was eine gute Überlegung ist, weiß ich halt nicht. Wir machen den zweiten Versuch. Ja, also die meisten Angriffe landen halt bei Giga Bowser und die anderen sind ziemlich abgegrenzt, möchte ich sagen. Über dem Kampf ist auch aufs Ohr gefragt, definitiv. Es geht auch übelst in die Knochen. Also ihr seht, ja, es sieht auch heftig aus. Bleiben wir bei der Wahrheit. Heftig sieht's schon aus. Und er kann auch austeilen. Da nenne ich ein Team. Oh, ja, gib mir das. Natürlich. Sind schon mal gute Aussichten. Ganz gelungener Start. Stern, du mach keinen Stress. Das Leben abgezogen. Drauf und dran zum dritten. Schade. So weit weg konnte ich mal springen. Mewtwo gibt mir eins frei. Okay. Alles gut, ich hätte ich mehr nutzen können, ne? So ein vergeudetes Leben.
hält man so lange durch. Dann das. Okay, aber das große Ärgernis ist jetzt beseitigt. Jetzt haben die allerdings noch mächtig viele Leben, du. 1 gegen 5 Leben. Kaum machbar, oder? Unterstützung meiner Zuschauer, aber... Bleibt spannend. Oh mein Gott, wenn ich das noch schaffe. Die posen einfach. So sicher sind die sich. Schade. Das hätte es doch sein können. Danke, Smogmog. War nicht verkehrt. Schade, das war mein erstes Leben. Dafür ist die Screw-Attack da. Oh, meine Stimme ist langsam ein bisschen kaputt. Egal. So, ohnehin mehr kämpfen als reden. Okay, der Fächer macht mich ein bisschen... Das ist schlecht, na egal. Die haben echt einen Gefallen an dem Fächer gefunden. 1 gegen 5 Leben. Thank you.
Gib mir ein gutes Pokémon. Das ist ein gutes Pokémon. Bisschen am falschen Ort, aber ist okay. Ich habe 3 Leben, Bowser nur noch 1. Wäre halt cool, wenn ich mich mal mit 2 Leben in den Kampf gegen Mewtwo und Ganondorf stürzen könnte. Hätte man mehr draus machen können. Ist aber nicht schlimm. Alter. Schade. Ihr seid fällig, ne? Ihr seid fällig, wisst ihr Bescheid. Ich wollte eine nehmen, aber ist halt manchmal nicht so einfach. Na gut, gucken wir mal. Das ist schon ein bisschen spannend. Bin auch vorsichtig. Vielen lieben Dank. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Du hast alle One-Player-Event-Matches gemeistert. Ja, das will ich mal meinen. Du hast die Final Destination-Trophäe erhalten. Jawolski. So, meine Damen und Herren. War geil. Puh. Natürlich war ein bisschen Glück dabei, ne? Bomben da, Zapdos hier, aber wir haben uns dran gearbeitet und ihr habt ja gesehen. Aber ich hoffe auf jeden Fall, euch hat's gefallen. Das war's und ich fand's richtig gut, richtig gut. Eventmodus an sich, manche waren so lala, aber viele waren cool und manche waren einfach nur fordernd. Insgesamt eine geile Erfahrung, doch, 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 doch. Okay, mal gucken, was wir im nächsten Part machen, aber für den Moment sage ich bis dann und ciao. Uff.